Auf geht's, dein neues Leben wartet. Reicht dir ein City-Transporter? Oder brauchst du den großen 7,5-Tonner? Ab in die Zukunft zum Discounterpreis. Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach duellieren sich im kleinen Niederrhein-Derby am 17. Spieltag der Regionalliga West. Die Gäste wollen nach zuletzt zwei sieglosen Spielen wieder dreifach punkten, und zwar gegen die viertplatzierten und daher favorisierten Düsseldorfer. Rein ins Spiel, die Fohlen in den mintgrünen Trikots von links nach rechts mit viel Druck nach vorn in der Anfangsphase und der ersten Möglichkeit. Kahn kurz, Flanke sucht Abnehmer, findet aber keinen. Borussia Mönchengladbach in der Anfangsviertelstunde zwar besser, entsprechende Chancen blieben aus und somit kam Fortuna Düsseldorf mehr und mehr in die Show. Erste Gelegenheit, Lex Lobinger toll pariert von Jan Olschowski. Das Spiel verlagerte sich zusehends in die Hälfte der Gladbacher. Düsseldorf mit Chance um Chance, wieder Lex Lobinger, wieder ist es nicht das Tor. Wieder die Düsseldorfer über Sebastian Wojcik. Der Ball im Strafraum kommt über Umwege zu Vincent Schaub. Vincent Schaub, die nächste Riesengelegenheit für die Düsseldorfer. Und wir haben noch eine Chance. Warum? Weil wir es können. Und weil die Fortuna so viele Möglichkeiten hatte, sie aber bisher ausließ. Die Düsseldorfer haben die drittbeste Offensive der Liga. Hier hat es bisher noch an Effizienz gemangelt. Bis in die 38. Minute. Phil Sieben ist der Torschütze zum 1:0 und bringt die Erlösung für die Düsseldorfer, lässt Lockel und Lieder aussteigen und hat somit freie Bahn auf das Tor. Toller Abschluss, die hochverdiente 1:0 Führung. Die Jungfohlen generell mit Drang zu Fehlern und noch im ersten Durchgang hatte die Fortuna die Möglichkeit auf 2:0 zu erhöhen. Einmal mehr ist es Lex Lobinger. Eine Chance haben wir noch. Das ist, ratet mal, wieder Lex Lobinger und wieder ist es Olschowski. Die persönliche Chancenverwertung von Lobinger liefert Stoff für ganze Albträume. Zur Pause nur 1:0. Die Fortuna muss eigentlich höher führen. Die zweite Halbzeit. Langer Ball von Borussia Mönchengladbach und der landet bei Thomas Kraus. Und dann poltert Boris Tomiak in den Zweikampf. Schiedsrichter Luca Marx hat keine andere Wahl, muss auf den Punkt zeigen und macht das auch. Strafstoß für die Gäste mit dem Knie voraus. Klare Entscheidung. Marcel Benger für Gladbach vom Punkt und Marcel Benger zum 1:1. Wenn man es genau nimmt, der erste ernstzunehmende Torschuss der Fohlen in dieser Partie und der führt zum Ausgleich und zum dritten Saisontreffer für den defensiven Mittelfeldspieler. Das brachte ein wenig Wind in die Segel der Gäste, unter anderem Luis Grabak hier mit diesem Lattenschuss. Kurz darauf Per Lockel mit der nächsten Gelegenheit aus der Halbdistanz. Fortuna Düsseldorf nicht mehr derart überlegen wie in Durchgang 1, aber effektiv. 78. Minute, dieser Eckball. Chance bleibt warm und da ist Steffen Meuer und da ist das 2:1. 78. Spielminute, Prädikat hochverdient. Dieser Treffer, Benger gibt dem Ball noch einen leichten Touch mit, deshalb ist Olschowski im Tor chancenlos. Das war gleichzeitig die letzte Aktion dieser Partie. Fortuna Düsseldorf hat das Spiel aufgrund der mangelnden Chancenverwertung im ersten Durchgang mit ordentlich Drama gewürzt. Am Ende laufen wir mit einem 2:1 ins Ziel. Ein verdienter Sieg, den eine Fortuna-Legende bei uns am Mikrofon analysiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, erste Halbzeit müssen wir das Ding klar für uns entscheiden. Ich glaube, wir haben 5 richtig gute Chancen, wenn nicht 100-prozentige. Da müssen wir höher einfach in die Halbzeitpause gehen. So gehen wir nur mit 1:0 in Anführungsstrichen in die Pause. So macht Gladbach den Ausgleich. Ja, und dann ja, ist es ein Hin und Her. Und dann muss man sagen, waren auch nochmal Chancen auf Gladbacher Seite. Wir aber auch nochmal. Aber ich denke so im Großen und Ganzen, aufgrund des Chancenverhältnisses, gehen wir schon als verdienter Sieger vom Platz. Die Düsseldorfer Fortuna ist aktuell auf einem richtig guten Weg. Nur 2 der 14 Saisonspiele gingen verloren. Platz 4 heißt das tabellarische Resultat.
Tschüss, Alltag. Hallo, Freiheit. Wollen wir ans Meer? Oder in die Berge? Hauptsache Sternenhimmel zum Einschlafen. Und ein Stern auf der Haube. Weck den Camper in dir zum Discounterpreis.